Ja, ich bin Jasper von Acure. Ich vertrete heute Georg Angenent, unseren CTO, der heute leider nicht hier sein konnte. Aber ich versuche das auch so gut wie er rüberzubringen. Genau, ich bin heute hier, um zu zeigen, wie Cloud Computing speichersicherer und zuverlässiger machen kann und bezogen hierauf auch, wie Normung den Battery Lifecycle optimieren kann. Wie wir jetzt auch schon zu Genüge gehört haben, Batterien sind eine, wenn nicht die Schlüsseltechnologie, wenn es um die Elektrifizierung geht. Und wie es auch schon so schön gesagt wurde, eben die Technologie muss laufen. Und das ist in einigen Fällen manchmal nicht gegeben, sei es ein Elektroauto, was stehen bleibt, oder vielleicht ein Großspeicher, der nicht so funktioniert, wie er sollte, entsprechend Opportunitätskosten entstehen oder vielleicht sogar Schäden durch Brände. So entstehen jährlich Milliardenschäden für Batteriebetreiber. Natürlich kommt es auch beim Personenverkehr hier zu Incidents. Hier ein Bild von einem I-Pace in den USA, der in Flammen aufgegangen ist. Dies sind natürlich Einzelfälle, die sehr selten vorkommen. Das will ich natürlich betonen. Die Lithium-Ionen-Batterie ist eine Zukunftstechnologie, die super wichtig ist. Und auch im Vergleich zum Verbrenner ist das Elektroauto sehr, sehr sicher. Nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich gegen diese Vorfälle absichern. Jetzt versprochen auch das letzte Bild einer brennenden Batterie. Hier ein Bus in Paris, der in Flammen aufgegangen ist. Es wurde vorher schon angesprochen, die verbesserte Produktionsqualität sowie verbessertes Systemdesign sind Schlüsselkomponenten, wenn es darum geht, die Batterien sicherer und performanter zu gestalten. Hier gibt es auch schon einen großen Bestand an Normung. Jedoch die dritte Dimension, die prädiktive Datenanalyse, welche wir bei Acure uns auch zunutze machen, um Batterien langlebiger, performanter, nachhaltiger zu betreiben. Diese ist noch nicht ausreichend genormt, aus unserer Sicht insbesondere. Darauf werde ich jetzt im Weiteren noch genauer eingehen. Wie ist das Funktionsprinzip unserer Analyse? Generell ist jedes Batteriesystem, jetzt am Beispiel eines elektrischen Autos, mit einem Batteriemanagementsystem verbunden, welches regelmäßig Daten loggt, Temperatur, Spannung, Strom und so weiter. Und diese Daten werden dann über ein IoT-Device an eine Cloud beim Kunden versendet. Und dann, wenn wir Zugriff auf diese Daten haben, können wir diese dann verarbeiten, bereinigen und dann mithilfe unserer physikalischen sowie Machine Learning Modelle hier über Dashboard-Lösungen Analysen bereitstellen. Was hier wichtig zu nennen ist, ist, dass die ganzen Daten, die sind bereits vorhanden. Es müssen nicht zusätzlich Logger verbaut werden, sondern das sind Daten, die rumliegen. Das ist Wert, der hier geschöpft werden kann aus bestehender Infrastruktur. Genau, und das ist nicht theoretisch, das setzen wir auch in der Realität bereits um. Über 500.000 Module werden von Acure momentan gemonitort. Im Elektromobilitätsbereich sowie in dem stationären Batteriespeicherbereich, insbesondere Großspeicher zur Flexibilitätsbereitstellung in Netzen. Hier ein Beispiel von Kunden RWE, E.ON, Total Energies, mit denen wir bereits zusammenarbeiten. Und jetzt die Frage, was konnten wir hier bis dato schon erreichen. Ich habe hier drei Erfolgsgeschichten, Praxisbeispiele mitgebracht. Einmal Senec, kennt man vielleicht, einer der größten deutschen Heimspeicherbetreiber. Hier kam es letztes Jahr im März zu drei Batteriebränden. Und das ist natürlich schlecht fürs Image und sorgt natürlich für Misstrauen in der Gesellschaft bezüglich Batteriespeichern. Wir konnten zum Glück dann in Zusammenarbeit mit Senec hier diese Speicher analysieren, die abgeschaltet, die gebrannt haben. Außerdem wurden sämtliche Speicher, die zu dem Zeitpunkt im Feld waren, wurden fernabschaltet. Dies waren ca. 65.000 Systeme und natürlich die Strafzahlungen bzw. Ausgleichszahlungen, muss man sie nennen, die haben für signifikante Kosten gesorgt.
Dadurch, dass wir dann jedoch die Flotte ausgewertet haben und dann zeigen konnten, dass ein Großteil der Systeme funktional ist und dann die problematischen Systeme gefleckt haben, konnte dann mit großem Vertrauen die restlichen Systeme wieder hochgefahren werden und so natürlich auch ein Rückruf im schlimmsten Fall verhindert werden. Ein weiteres Beispiel ist die BVG, das ist die Berliner Verkehrsgesellschaft. Hier mit einem Ziel von über 1900 Bussen bis 2030. Und hier haben wir eine Flotte von Bussen analysiert und konnten auch hier ein sicherheitskritisches Modul feststellen, welches dann auch im Labortest sich als sicherheitskritisch ergeben hat, weswegen dann auch wir weiter mit der BVG zusammengearbeitet haben. Das dritte und letzte Praxisbeispiel hier ist ein Großspeicherbetreiber aus den USA. Hier haben wir gesehen, dass durch Verzögerungen in der Inbetriebnahme große Opportunitätskosten auch entstanden sind bei dem Kunden. Dies lag insbesondere an Imbalancen innerhalb des Batteriespeichers. Und dadurch, dass wir lokalisieren konnten, die fehlerhaften Racks und eine entsprechende Rekalibrierung der Systeme initiieren konnten, konnte dann die Gesamtperformance dieser Speicher wieder abgerufen werden. Jetzt will ich euch kurz ein technisches Beispiel zeigen, wie unser Safety Manager funktioniert. Ich habe hier einen Safety-Indikator mitgebracht, den wir analysieren. Das ist die Impedanz oder der interne Widerstand der Batterie. Hier das roh berechnete Signal mal dargestellt. Man sieht, es ist sehr verrauscht. Ein Schwanken, das potenziell durch eine Ladezustandsabhängigkeit, durch eine Temperaturabhängigkeit zustande kommt. Was wir natürlich herausfinden wollen, wie altert die Batterie über Zeit? Und dafür müssen wir solches Rauschen natürlich rausfiltern und feststellen, um dann auch im besten Fall, also im schlimmsten Fall, aber im besten Fall für denjenigen, der es monitort, einen sicherheitskritischen Fall feststellen, um dann frühzeitig so ein System auch abschalten zu können, beziehungsweise einen Wartungsprozess einleiten zu können. Wie machen wir das? Jetzt am Beispiel eines EV-Herstellers. Hier schauen wir uns die Betriebsdaten des Elektroautos an. Wir sehen, hier ist der Verlauf auf eine bestimmte Art und Weise. Und da können wir relevante Punkte in der Zeitreihe dann feststellen, die repräsentativ sind für den internen Widerstand zum Beispiel. Und dann schauen wir uns das nicht nur für ein Auto, sondern für eine Vielzahl an Autos ein, sprich ein nächtlicher Fahrer, der bei geringeren Temperaturen vielleicht fährt, dann ein mehrtäglicher Fahrer bei höheren Temperaturen, ein Pendler mit größeren Batteriezyklen. Und wenn wir dies auf die gesamte Flotte anwenden, das sind dann hundert oder zehntausende Autos und zehntausende Batterien, und dann können wir ganz klare Zusammenhänge hier mit Hilfe von Machine Learning identifizieren und sind in der Lage, eine solche Matrix aufzustellen, die den Zusammenhang zwischen Batterieimpedanz, Temperatur und Ladezustand sehr gut erklärt. Und auf Basis dessen sind wir dann in der Lage, ein solches berechnetes Signal noch weiter zu bereinigen, um dann effektiv einen solchen Alterungsprozess feststellen zu können. Die Batterieimpedanz nimmt zu über die Zeit und auch einen sicherheitskritischen Fall, wenn die Impedanz auf einmal anfängt, nach oben signifikant abzuweichen. Weil wir jetzt schon öfter sowohl mit Zenec, mit der BVG als auch anderen Kunden gezeigt haben, dass wir postmortem solche sicherheitskritischen Fälle identifizieren können, so wie auch über Predictive Maintenance solche Fälle verhindern können, sind wir von führenden deutschen Versicherungen als risikomindernde Maßnahme eingestuft, akkreditiert. Rechts habe ich beispielhaft mal einen Artikel der HDI hier beigefügt, die uns, wie gesagt, als eine risikomindernde Maßnahme einstuft und entsprechende reduzierte Prämien auch für diejenigen Batteriebetreiber bereitstellt, welche Accure Monitoring nutzen. Natürlich macht es auch
etwas risikobehaftete Batteriespeicher, ein Großspeicher beispielsweise, versicherbar, dadurch, dass das Risiko wesentlich besser einzustufen ist. Genau. Jetzt wollte ich nochmal abschließend auf das Thema Second Life Batterien eingehen und Battery Life Cycle. Natürlich wollen wir idealerweise, dass die Batterie so lange wie möglich betrieben wird. Und dies schaffen wir insbesondere, wenn wir über eine SOH-Berechnung, ein State of Health, die den momentanen Alterungszustand der Batterien berechnen. Das machen wir mit Hilfe unserer Algorithmen und können dann sagen, diese Batterie ist tauglich für eine Second Life-Applikation, beispielsweise wenn Batterien ausgebaut werden aus Elektroautos und dann in eine stationäre Applikation. Jedoch die große Herausforderung hierbei ist, dass die Daten natürlich auch das hergeben müssen. Und wenn zum Beispiel bei einem Elektroauto nur auf Pack-Level die Daten dann auch entsprechend gelockt werden, sind sie auch nur auf Pack-Level auswertbar. Und natürlich, idealerweise, werden die Module einzeln ausgebaut nach dem Betrieb des Elektroautos und dann sollten die einzelnen Module bewertet werden können, je nachdem, ob sie weiter genutzt werden könnten oder nicht. Und hier kommt auch das Thema Normung ins Spiel. Und hier wollte ich nochmal einen Ausschnitt zeigen, wie unsere Einstufung von Datenqualität aussieht. Dies ist jetzt ein Beispiel von stationären Speichern, wie wir diese kategorisieren. Links die einfachste Datenqualitätsstufe und rechts die, würde ich sagen, detaillierteste. Man muss ganz klar sagen, dass Datenqualität stark variiert, je nach Hersteller, je nach Sektor. Und hier sehen wir einfach einen Bedarf für Normung und Standardisierung, weil Daten einfach die Grundlage für Cloud-Diagnostik sind und Cloud-Diagnostik in der Zukunft super relevant werden wird, um den Battery-Lifecycle möglichst effizient und nachhaltig zu gestalten. Wir sehen auf der linken Seite beispielsweise jetzt ein Datenset mit nur Rack-Voltage oder Pack-Voltage, das ist die gesamte Batterie zum Beispiel in einem Elektroauto. In der Mitte hätte man dann für jedes Modul einzelne Datensignale und natürlich auch die Granularität der Daten spielt hier eine Rolle. Das heißt, werden sekündlich Daten registriert oder werden sie in minütlichen Abständen registriert? Und das ist natürlich maßgeblich dann für das Endresultat der Analyse. Genau, das war es tatsächlich schon von meiner Seite. Ich bin scheinbar echt durchgerusht. Genau, wir freuen uns über Fragen. Sie können sich gerne informieren über unsere Website und wenn Fragen bestehen, meldet euch gerne.